Es geht ab, die Twists starten, die Stadt gehört Oz und dann doch nicht. Sophia wird immer verrückter und sucht sich neue Verbündete. Und oh, dieser Bandenkrieg nimmt neue Höhen an. Das verspreche ich euch. Ich bin Nadja, das ist Nerdzika und hier werdet ihr mit Videos zu Filmen und Serien großer Franchises versorgt. Heute begeben wir uns einmal mehr nach Gotham. Wenn du diese Serie noch immer nicht schaust, dann bist du wirklich selbst schuld. Wenn ich schon sagte, die vierte Folge war intensiv, die fünfte treibt das Ganze noch viel weiter nach vorne und oben. Austausche, Verhandlungen, Intrigen, Allianzen, Verfolgungen, Morde. Diese Serie könnte auch ein 8 Stunden langer Film auf der großen Leinwand sein. Oz packt jetzt in dieser Folge auch richtig aus. In einem Moment on top of the game, im nächsten Moment verzweifelt. Es ist intensiv bis ins Mark. Vic ist zurückgekehrt. Der Maserati, der Schlachtwagen, muss daran glauben. Aber das ist Oz recht. Das Vertrauen des Jungen, der sich nun endlich beweisen kann, ist da. Weitere von Ozs Anhängern kommen. Was ich esse, esst ihr. So seine Devise. Das Ziel, die Pilze. Das Bliss, wiederzuholen von Nadja. Nicht von mir. Wie? Nun, TikTok wird offenbar auch von Gothams Bevölkerung angeschaut, inklusive Oz. Salvatore Moronis Sohn droht und wie er droht. Also eingesagt, während dieser sich gerade eine riesige Eule auf den Rücken tätowieren lässt. Haben wir da unseren ersten Hinweis auf den Court of Owls in diesem Batman-Universum? Ich würde es ja so feiern. Warum sollten sie das Tattoo sonst so prägnant zeigen? I want my fucking shrooms. Our son is not a pun. There is a code. Oh, is that right? Jedenfalls erstmal ab ins Blackgate. Nadja hat, was er will. Die Shrooms. Er hat ihren Sohn. Ein Geschäft, aber nur mit einer Wache von Nadja. Salvatore kommt nämlich nicht raus. Sollte man meinen. Er fühlt sich jedenfalls vorbereitet und sagt das Nadja auch auf Italienisch. Oz natürlich genervt geht und steckt dem Wachmann, Mickey, Geld zu, um Salvatore zu ermorden. Wir kennen ja Gothams Korruption schon. Währenddessen sind die Gotham News dran. Die Falcones sind ausgeschaltet. Nur Sophia, Gia und Vitti leben noch. Dann haben wir einen Cut zu Sophia. Raus aus dem Anwesen und alle Leichen werden weggebracht. Ein Offizier will mit ihr sprechen. Gia wird ins Kinderheim geschickt. Und der Officer ist natürlich an dem Spektakel interessiert und drückt ihr den Mord direkt ins Gesicht. Sie erzählt es ihm lieber. Was will er davon? Sich vor anderen aufblasen? Die Bilder an die Zeitung verkaufen? Lasst sie doch trauern. Und wo ist Vitti? Weg, jedenfalls für die Öffentlichkeit. Die Polizei hat nichts, um ihr das als Belastung anzuweisen. Also soll sie sich melden, wenn sie Vitti sieht. Und da sehen wir, wie unbarmherzig Sophia ihrem Onkel gegenüber ist. Angekettet mit einer Pferdetrense im Maul ist er im Familienkrematorium. Sie will wissen, wo das nicht verfolgbare Geld ist. Dann kann er gehen. Als ob. Na, dann wird ihm eben mit härteren Mitteln klar gemacht, wie ernst es hier ist. Darin wird's kalt. Es gibt nochmal einen Eimer heißes Wasser, damit er sich danach nochmal entscheiden kann, auf welcher Seite er steht. Zurück bei Oz, sie haben sich in Eves Wohnung gesammelt, gibt es einen Streit zwischen den beiden. Während er es so aussehen lässt, als hätte Sophia den Köder für den Mord geschluckt und ihrer eigenen Familie den Gar ausgemacht, besteht sie darauf, er sei schuld, wenn ihnen was geschieht. Er habe ja vor ihr herumgewedelt, in dem Zug an die Drogen zu kommen, wo sie recht hat. Sophia done us a favor. One family down, one to go. Now let's get back what belongs to us, all right? All right. Vic soll zu Mrs. Cobb geschickt werden, die Frau, die Oz bei Verstand hält in dem Ganzen. Vic will natürlich dabei sein, aber er vertraut ihr seiner Mutter an. I'm gonna need you with my mom. Oh, I thought I'd be with you and the guys. I ain't got no one else I can trust. Look, Sophia's gonna come for us, whether it's today or tomorrow. She's gonna do whatever the fuck it takes and I can't have. Viel wichtiger ist also nun, die Moronis auszulöschen. Dahin geht es auch gleich, in die Lagerhalle, wo die Leute warten. Ein Truck voll mit Blissrooms. Wo Bloom wohl hin ist, wenn sie alles aus dem Lager geholt haben, wie es scheint? Alles gegen den Sohn. Nervenauftreibendes Hin und Her. Wer als erstes aufgibt, Kind oder Drogen. Die Moronis deutlich sentimentaler ihrer Familie gegenüber als die Falcones. Das wird später auch nochmal aufgegriffen. Die Drogen sind jedenfalls geprüft und Oz schickt sein Opfer los. Man sieht bereits, wie es tropft. Die Spur zu seiner Mutter. Natürlich wollen die Moronis ihn einsperren.
Nadia ist dieses Detail aber wohl nicht aufgefallen, denn Oz hat damit gerechnet und verbrennt sie beide schneller, als ihnen lieb ist. Der Druck wird rausgeschafft. Nur dabei gibt es ein Problem, keiner hat gewonnen. Die Drogen auf zwei Eimer dezimiert, der Rest vom Feuerlöscher nutzbar gemacht. Ozs Verzweiflung ist geradezu spürbar. Sein Plan hat einen sehr krassen Rückschlag. Sophia spricht nochmal mit Vitti. Hat er es sich nun anders überlegt? She asked for my help. I had a fucking car waiting a few blocks down the road and she never fucking shows. Nicht wirklich. Dieser spricht eher auf sie ein. Isabella habe es nicht mehr als Carmines Frau ausgehalten und wollte gehen, kam aber wegen der Kinder zurück. Sie war anders, aber der Druck des Ganzen sorgte dafür, dass sie schließlich fiel. Natürlich war Sophia nicht begeistert, wenn sie auch teilweise positiv war und für ihre Entscheidung Einfluss hat im Verlaufe der Serie. Was Vitti ihr anbietet, ihr Unterboss zu werden. Das, was wir vorausgesehen haben. Was, wenn er ihr hilft, sich zu etablieren? Zumindest hilfreich, ein paar Leute zu finden. Vic ist bei Frances angekommen. Es wirkt so, als wäre sie bereits verschleppt worden. Der Fernseher ist laut, die Töpfe am Kochen, aber Vic findet sie in ihrem Bett, wo sie mit einem Baseballhandschuh spielt. Zunächst denkt sie, er wäre einer ihrer Söhne, aber es ist Vic, der sie in Sicherheit bringt. Wohin? Crown Point. Die Slums, der Ort, der keinen interessiert. Wo Kleinkriminelle wie Squid noch am Werk sind und dort die Kontrolle über das Jobsgeschäft haben. Der wahrlich auch optisch schlimmste Ort von Gotham. Vic bringt sie in das Haus seiner Eltern, da sollten sie sicher sein. Wir erfahren aber auch, dass Oz und seine Mutter von hier kommen. Sie will eigentlich nicht diesen Tiefpunkt in ihrem Leben wieder in ihr Gesicht gedrückt bekommen. Aber sie muss. Immerhin lässt Vic sie glauben, dass Oz alles unter Kontrolle habe. Squid sieht die beiden aber auch. Was das bedeutet, sehen wir aber erst nächste Folge. Er wird skeptisch sein und eine potenzielle Quelle für den Standort von Frances, Oz und Vic. Vic, der nun endlich Oswalds Respekt hat, trotz seines Stotterns. Ob dieser wirklich alles unter Kontrolle hat? Es wirkt nicht so. Die zwei Eimer sind gesichert, aber viel mehr ist da nicht. Die große Hoffnung ist, dass Mickey es geschafft hat, Salvatore zu töten. Der hat aber stattdessen Mickey getötet und ruft Oz an. Oz, der sich nun von ihm auch noch bedroht sieht. Besonders, weil er ihm unter die Nase reibt, dass Frau und Kind tot sind. Wobei man sich hier fragt, hat Salvatore dann nachher alle anderen bestochen? Oder wie kam er durch den Rest? Gut, man hat gesehen, dass einige der Wachen bereits für ihn arbeiten und zeigen nur gute Miene zum bösen Spiel. Sophia unterdessen ist eine viel größere Gefahr. Sie riecht in alten Anzügen. Waren das die von ihrem Bruder, um sich ihm verbunden zu fühlen? Vielleicht. Zu ihr wird auf jeden Fall Julian gebracht. That you did what you had to do. I can already see it. What it's given you. Was er will? Er wusste, dass sie es war. Er verstand, wie sie sich fühlte. Er will keine Kontrolle. Julian will Teil von ihr sein und sich ihr anschließen. Sie ist in übelster Mafia-Boss-Kleidung und ist nun auch der neue Boss. None of you are made men. Except for Johnny here. Sie nimmt ihren Mutternamen an. Gigante. Er hat ihre Mutter, die größer war und von ihrem Vater klein gehalten wurde. I am a gigante. And this is a new family now. Ihr Versprechen, wer sich ihr anschließt, wird ehrlich bezahlt. Nicht sie hält alles für sich und ist alleiniger Wohlhabender in der Sache. Johnny ist nicht ganz so begeistert und sagt ihr, nicht so rash zu handeln. Pun intended. Let's not be rash here. Alright, these gentlemen know we got a score we need to settle. Indem direkt darauf wird auf Julian Rash gezeigt, der dann wohl nun als ihr Liebhaber und Unterboss agieren wird. Wie praktisch ein Psychologe, der alles möglich durchschauen kann. Denn Vitti ist nun auch tot. Nur noch zwei Familienmitglieder. Die neuen Leute, die Sophia wählte, sie alle nehmen an. Und sie hat nun die neue Familie Gigante. Oz versucht Eve zu überzeugen, auch zu gehen. Mit nach Crown Point. Ozs endgültiger Kontrollverlust, als sie ihm sagte, sie werde nicht mit ihm gehen. Look out for each other, we don't fuck each other over. That's why this works. Sie funktionierten, weil sie einander respektierten und nicht in den Rücken rammten. Das hat er verhauen. Er, der sie als seine Königin sah. Da war wohl mehr Gefühl hinter. Der Arme, denn er hat einen richtigen Gefühlsausbruch. Hält sich für dumm. Eve sagt ihm aber, er würde wieder an die Spitze kommen.
Er kommt nach Crown Point, wo er seine Mutter sieht, die ebenso verzweifelt ist. Was soll sie hier, wo sie ihr ganzes Leben lang weg wollte? Selbst sie drückte Oz von sich weg, was ihn natürlich sehr traf. Er mag den Vergleich zu seinem Vater nicht. Wieso? Schau doch bei diesem Comic-Spotlight zu Oz vorbei, wie er in den Comics ist. Aber er findet etwas in dem Glas. Eine alte Münze, ein Token. Wir erfahren, dass seine Brüder alle von der Stadt genommen wurden. It was not that I could... I was too weak. Als sie nichts außer der Stadt zum Leben und Spielen hatten. Sie haben sich in dem geplanten Schnellstraßensystem ausgetobt, wo Trolleys waren. In einem Untergrund, der geschlossen wurde. Da führt Oz Vic hin und tada, mitten in diesem Untergrund, von dem keiner weiß, außer Killer Croc vielleicht, und ich glaube, der ist um diese Zeit nicht aktiv, ist eine neue Basis. Dunkel genug, um die zwei Eimer wieder zu mehr wachsen zu lassen, nur brauchen sie wahrscheinlich einen Chemiker. Sophia macht nun aber einen wichtigen Move. Fußvolk wird getötet, um an Salvatore ranzukommen. He said you were too sentimental. That it made you weak. I don't think he understood. Sie beide haben etwas gegen den Penguin. Er hat sie damals verraten. Salvatore wurde jetzt verraten. Sie sagt, Sal, er sei sentimental, aber das ist nichts Schlechtes. Die Falcons waren eher wie ein Ouroboros. Aßen sich selbst auf, wenn nötig. Sie tat es auch, sie zeigte ihm aber auch die Narben. Your family had it right, I think. Aber Sophia sagt ihm dann eben gemeinsam gegen Oz. Ihn töten und die Stadt übernehmen. Gigantes und Maronis. Stimmt er zu? Das scheint so. Was eine intensive, dreckige Folge. Das war der TV-Peak vom Allerfeinsten. Eine große neue Bedrohung, der kleine Tease in Richtung des Code of Olds, Höhen und Verzweiflung auf allen Seiten, Sophia so viel größer zu machen als in den Comics bei der charismatischen Christine Milotti, war der absolut richtige Move. Convince me otherwise. Diese Folge wird nicht von Referenzen getragen, sondern vom Plot, dem Schauspiel und dem Setting, genauso wie es sein soll. Egal, ob es sich um eine Comic-Verfilmung handelt oder nicht. Das zu verfolgen ist definitiv nervenzehrend. Was sagst du zu dieser Folge? Schreib es doch gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns in der nächsten Woche zur nächsten Folge von dem Vogel, der nicht fliegen kann. Und falls dir bis dahin langweilig ist, schau dir doch gerne die anderen Videos auf meinem Kanal an und guck dir die ganzen anderen Links in der Infobox dort unten an. Gesund bleiben, nicht verschleppen lassen und bis zur nächsten Woche.